Hallo Leute, zurück zu einer neuen Minecraft-Aufnahme. So, wie ihr seht, ist hier schon wieder ein bisschen was entstanden, ein paar Zellenblöcke. Die habe ich nicht vorgebaut. Das sollte eigentlich die letzte Aufnahme gewesen sein, aber die ist mir abgekackt. Da hatte ich mal Tonprobleme. Der Ton wurde irgendwie nur bis zur Hälfte aufgenommen und die andere Hälfte war einfach stumm. Ach Gott, das war wieder richtig nervig, war das? So, auf jeden Fall habe ich in dieser Aufnahme diese Blöcke erstellt. Genau, und oben habe ich das Geländer weitergezogen. Ja, und habe richtig, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe gelabert, genau. Also ganz so viel ist jetzt nicht passiert. So, dann machen wir mal hier weiter. Mit dem Blockbau. Oh, jetzt kommt wieder die Seite. Oh, diesmal darf ich hier mich nicht verhaspeln. So, vier. Habe ich jetzt hier zwei Platz immer? Ne, ein, ne? Ja, ein. Das wird jetzt hier. Habe ich das jetzt spiegelverkehrt gemacht? Hier muss ich gerade was schauen. Da sind die auf der Seite. Ne, ist doch richtig. Alles korrekt. So. Hier kommt Dings hin. Das Praktische ist ja, dass ich den Boden nicht mehr hinbauen muss, weil er hier schon existiert. Und muss hier auch noch das ganze Gras wegbuddeln. Wegmähen. So. Da brauchen wir ein Fenster. So, ein Guckloch. Da brauche ich einen Schalter. Da. So, da machen wir mal das Dach einmal drauf. Und wehe, Aufnahme, du nimmst nicht auf. Wehe. Ich warne dich jetzt schon mal voraus. Wenn ich wenigstens wüsste, woran das liegen würde. Liegen. Aber das weiß ich irgendwie nicht. Genau, machen wir jetzt hier. Mache ich schon mal hier die einzelnen Räume fertig. Ja, ich denke mal, das haben aber andere Let's Player auch. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Wir müssen die drei, viermal aufnehmen. Ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Da würde ich auch die Krise kriegen, ne? So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, um hier stundenlang eine Session aufzunehmen. So, hier passt das ja auch optimal. Hier muss ich auch den Zaun zu Ende machen. Zack, nicht, dass hier einer runterfliegt. Das wäre ja schade. Um die netten Mitbewohner hier. Tür, Tür, Tür. Keine Tür, Tür, Tür. Das selten ist die Ausbrecherzelle. Da kommt einer hin, da kommt einer hin. Ach ja, hier muss ja auch einer hin. Da, da, da. Wo ist das Fenster? Panzerglas, 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 Panzerglas und Panzerglas. Ziehen wir mal die Mauer rein hier. Nicht, dass sie sich hier unterhalten und Ausbruch planen. Nee, nee, nee. Ich habe mittlerweile mehr Zellen hier, als es Bewohner hier in Mine City gibt. Also bis jetzt. Das wächst ja alles noch. Alles Anfangsstadium. So, da brauche ich einen Schalter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war's. Sechs. Ach komm, machen wir doch die Tür rein. Der darf nicht ausbrechen. Ich komme mir vor, als würde ich hier so ein Hotel bauen hier. Ein Bett, zwei Bett, drei Bett, vier Bett, fünf Bett, sechs Bett. So. Och nein. Oh, ein Ehebett. Obwohl, vielleicht gibt es das auch im Knast ein Ehebett. Naja, wer weiß. Ah, hier muss ein Tisch hin. Hier auch. Hier ein Ikea-Tisch. Hier auch ein Ikea-Tisch. Hier auch. Ja, da können wir ja das Dach schon draufsetzen. Wow. Also das läuft ja wie geschmiert. Zack, 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 zack. Genau, bis hierhin ziehe ich die. Jo. Machen wir auch mal hier weiter. Ja, wie gesagt, in der letzten Aufnahme, die mir abgekackt ist, da habe ich ein bisschen über Spiele gelabert. Da habe ich euch so erzählt, was ich so noch so spiele. So Minecraft, das spiele ich ja hauptsächlich fürs Let's Play. Ab und zu spiele ich das auch nochmal so, aber eher seltener. Ich habe da so mehrere Spiele im Moment am Laufen. Das heißt, mehrere im Moment. Aktuell sind es zwei Spiele. Das Spiel Payday einmal, das ist ein Koop-Shooter. Der gefällt mir richtig gut. Da möchte ich auch noch das Level 100 erreichen. Ich bin kurz davor. Ich habe auch schon viele Waffen und viele Masken da gesammelt und Bonusmaterial und. Na, das gefällt mir gut. Da zocke ich im Moment. Dann zocke ich noch
Diablo 3. Das habe ich auch schon seit dem Release. Da bin ich auch kurz vor der Paragon Stufe 100. Ah, es dauert auch ewig, da bis man die erreicht hat, muss ich sagen. Da muss man schon richtig lange zocken am Tag. Da muss man auch ein paar Wochen durchsuchten. Da fehlt mir ein wenig dann die Zeit. Aber es ist so ein langes Projekt. Auf jeden Fall, das macht mir auch sehr viel Spaß. Den zweiten Teil, den habe ich auch übelst gesuchtet. Damals noch auf dem PC. Ja, da habe ich noch auf dem PC gezockt. Genau. Ja, und heutzutage bin ich mehr so der Consolero. Ja, im Herzen bin ich auch mehr ein Konsolenspieler. So ist es halt. Das fing damals alles an mit der, ne, mit dem Gameboy, genau. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. 96, 93 oder 94, auf jeden Fall schon ewig her. Ah, es war schon, das waren so die Anfänge. Dann kam, was kam denn dann? Dann kam das NES, genau. Dann kam das Super Nintendo. Dann kam die PlayStation 1. Oh Gott, das weiß ich noch. Also, das war krass von 2D auf 3D mit dem Release-Titel Tomb Raider da. Boah, das war schon übelst. Ganz andere Welten. So, was mache ich denn hier? Ich glaube, ich lasse das erstmal so auf. Ja, super. Jetzt habe ich wenigstens alle Zellenblöcke fertig. Ja, sieht auf jeden Fall nach Knast aus. Obwohl ich kann hier erstmal, ich ziehe die Mauer erstmal hier weiter. Genau, und dann folgt die PlayStation 2. Meiner Meinung nach die beste Konsole ist, glaube ich, auch die, nee, nicht die meistverkaufteste Konsole. Ich glaube, das war eine von Nintendo, meine ich. Ja, aber die PlayStation 2, die kommt kurz danach. Also die hat irgendwie vieles rausgerissen, fand ich. Auch von den Spielen her. Das war wohl der Hammer. Meiner Meinung nach. So, und dann, jetzt habe ich jetzt PlayStation 3. Die habe ich jetzt auch schon lange. Es gibt jetzt mittlerweile schon die 4. Aber das Spielangebot, das ist so mickrig noch. Die Grafik ist noch nicht ausgereift. Die meisten Spiele werden immer Ende der Konsolenära ausgereift sein. Also richtig ausgereift. Da kommen dann die richtigen Knaller. Ja, da warte ich natürlich noch. Wer clever ist, wartet da. Erstens, der Preis wird sinken. Zweitens, die Spiele werden besser. So, jetzt habe ich hier eine Mauer rumgezogen. Ich glaube, ich gucke mich mal um, welchen Boden ich hier überhaupt benutze. Was gibt es denn hier alles so? Ah, Sand, Sand, Sand. Ja, Holz würde ja überhaupt nicht aussehen. Vielleicht nehme ich einfach hier so einen Stein, so einen Steinboden. Was hab ich, oh, obwohl hier so ein Eisenblock könnte auch geil aussehen. Ich muss mal gerade vertrauen. Der Boden ist auch nicht schlecht. Ziegel. Boah, das ist jetzt aber echt schwer. Ich glaube, ich versuche es mal mit dem Eisenblock. Was habe ich denn da? Ach so. Was war das von der Fensterscheibe hier? Diese drei kleinen Blöcke. Ich dachte, was schwebt denn da? So, erstmal baue ich mal den bisschen Rasen ab. Ich ziehe mal hier so einen Boden rein. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, so. Zack, zack, zack. Das sieht so ein bisschen metallisch aus. Schönheitspreis muss der Knast ja nicht gewinnen. Der soll nur, ja, der soll nur aussehen wie ein Knast. Ja, komm, ich glaube, ich ziehe den rein hier. Das passt schon. Ist auch leicht zu reinigen. Da freut sich die Putzfrau drauf. Übrigens, ich kann auch empfehlen, wer noch nicht auf der Gamescom war, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Da war ich letztes Jahr auch. Und die war richtig geil. Ja, es war auch ein bisschen eine besondere Gamescom, weil da wurde die Next Generation vorgestellt, die Xbox One und die PlayStation 4. Da war schon ein Highlight. Negativ waren natürlich hier die ganzen langen Wartezeiten, die Schlangen vor den Ständen. Boah, da musste man 3 Stunden warten, um mal die PlayStation oder den Controller in der Hand zu haben und ein bisschen was zu zocken. In der PlayStation 4. Das war schon heavy. Und Xbox war es genau dasselbe. Ah, die haben auch ganz schön aufgetrumpft, die Xbox. Die hat eine eigene Halle. Das war schon sehr riesig alles aufgebaut. Ja, das Motto hieß wohl, Werbung ist alles. Aber meiner Meinung nach kommt die Xbox niemals an die PlayStation ran.
Ich finde die PlayStation einfach viel zu benutzerfreundlich und es gibt viel mehr Vorteile. Zum Beispiel online, da muss man bei der Xbox ein bisschen was zusteuern, da muss man ein bisschen was bezahlen. PlayStation Network, da ist vieles kostenlos. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Das habe ich bei GTA 5 gemerkt, wie ich das mal anzocken wollte. Es wird schon wieder dunkel. Boah, sieht das schön aus mit den Wolken hier. Sieht richtig harmonisch aus. Sieht aus wie so ein Wohnblock hier. Wie so ein Studentenwohnheim. Dabei ist es hier eigentlich nicht so schön. So, wir bauen uns unser eigenes Bett. Gute Nacht. So. Dann wieder den nächsten Boden rein. So ein Grasboden, den kann ich hier nicht lassen. Ist ja kein Außenbereich. Das ist ja alles hier wie eine Halle. Das Dach drauf ist hier, dann sind sie alle eingesperrt. Ist der eine Typ hier noch drin eigentlich? Ach nee, den habe ich auch in der letzten Folge, den habe ich hier rausgenommen, weil der hat immer so komische Geräusche gemacht. Das hat sich echt komisch angehört, so. Ich bleib an der Treppe hängen. Ich dachte ständig, man hat den irgendwie im Rücken hängen. Den nervt auf jeden Fall. Während ich hier baue, da lasse ich den weg. Also, wenn das hier mal fertig ist, dann sperre ich hier mal ein paar Leute ein, vielleicht ein paar Creeper oder so. Können die sich gegenseitig in die Luft sprengen. Voll die Fliesenfolge hier. Ja, das passt schon. Wenn ich jetzt den Boden grau gemacht hätte, dann wäre das hier alles grau. 90% grau. Obwohl, so ist es ja eigentlich auch. Aber ganz so ätzend will ich das hier nicht gestalten. Bisschen Farbe ins Spiel. Nee, so muss das jetzt sein manchmal. Ich könnte hier so ein Catwalk hin machen hier. Oder so ein Red Carpet. Ja, bei dem Außenbereich, da habe ich glaube ich in der letzten Folge schon mal angesprochen, da werde ich noch so Wachtürme hinbauen. Wie viel ich dahin mache. Ja, wenn der ganze Klotz fertig ist, sieht er bestimmt affengeil aus, ey. Vor allem, dann können wir hier schön drin rumlaufen mal. Ich hab sowieso mal gedacht, wenn ich hier viele Gebäude am Stehen habe, dann werde ich mal so ein Let's Show machen, werde mal überall mal vorbeischneien. Mal gucken, wie es so aussieht. Aber ist noch lange nicht an der Zeit. Obwohl, wenn ich hier durchlaufen würde, da würde ich schon eine 20 Minuten Folge voll kriegen, so ist es ja nicht. In manchen Häusern, da habe ich auch den Innenausbau nicht vorgenommen. Da bin ich immer noch ein bisschen überlegen, ob ich das doch mache. Aber neue Projekte gehen erstmal vor. Ich möchte jetzt nicht jede Folge nur mit Tisch und Stühle verbringen hier. Wird schon wieder dunkel? Nee. Strahlender Sonnenschein. Ach, und in der letzten Folge war auch schön, da hat es direkt am Anfang angefangen zu regnen. Ist ja auch ganz, ganz selten. Ich meine, das hatte ich auch erst einmal in diesem Let's Play. Meine ich bei dem McDonald's-Bau, da hat es auch mal geregnet. Ja, das merkt man sich eigentlich, weil das so selten ist. Meistens scheint ja hier die Sonne in Main City. Nicht Sin City, nicht Sim City, Main City. Es gleich schon hier geschafft hier. Ja, auch dieses kleine Stück. Komm, mach mal die noch mal hier. Mach gleich jetzt mal ein Folgenkreuzchen. Fenster mache ich hier auch nicht rein. Das wird hier eigentlich alles aus Wand bestehen. Beim normalen Knast kommen ja keine Fenster. Ich habe auch gedacht, ob ich mir na klar Gitter hin reinmache. Das habe ich auch am Anfang so gedacht. Fenstergitter, das passt ja sehr gut zum Knast, aber wenn ich euch jetzt mal hier die Fenstergitter zeige, da sagt ihr auch selber, ach, die kann man ja vergessen, die passen ja gar nicht rein hier. Wo kann ich denn mal so ein Gitter einbauen? Hier. Ah, mach ich mal neins dran. Ihr seht schon, schaut euch das mal an, ey. Jetzt sieht doch gar nicht aus wie ein Knast. Sieht aus irgendwie wie vom Haus, so. So ein Schutzgitter. Von daher habe ich das gecancelt. So. Wir gehen jetzt in den Innenbereich hier und heulen eine Runde.
und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.